Herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal, Leute. Heute sind wir mal in Harburg, nein, Quatsch, Entschuldigung, in Wilhelmsburg bei der Fitnessinsel. Wir waren, ihr könnt euch bestimmt erinnern, mit Chris Kall schon mal hier. Das war im letzten Jahr, haben wir hier ein Video zusammen gedreht, haben wir, glaube ich, auch Trizeps trainiert. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal nach unten, denn hier wurde ganz, ganz viel umgebaut in den letzten Monaten, wo die ganzen Studios leider zu waren. Und ja, ihr könnt ja mal kurz hier schauen, wie ihr seht, könnt mal direkt hintergehen. Das ist halt so der normale Trainingsbereich. Hinter uns ist ein Großraum draus geworden, in dem Raum, wo ich damals mit Chris trainiert hatte. So, und jetzt haben wir hier die ganzen Cardio-Geräte. Also wie ihr seht, das sieht ganz geil aus schon mal. Aber so relativ normal, sage ich jetzt mal. Auch schöne Geräte. Aber jetzt gehen wir mal runter. Und da werdet ihr mal sehen, wo Männer trainieren. So, dann einmal der erste Raum von dreien. Alles komplett neu. Pflanzspanndecke. Also ich muss sagen, auch von der Gerätewahl her, viele Matrix-Geräte. Richtig, richtig geil. Brustpresse, Rückenzug und so weiter. Also wirklich alles, was man braucht. Wir gucken zwar gleich nochmal in die anderen Räume, aber das ist mittlerweile eins der geilsten Oldschool-Studios, die es in Hamburg gibt. Und wer sich erinnert, damals oben das Video mit Chris, das waren auch die ganzen Geräte, die sind jetzt nur alle auch aufwendig abgeschliffen, neu lackiert und so weiter, also schon richtig, richtig krass. Quadrex. Na, hier noch ein paar Cardio-Geräte, so kleinere. Eher so, sag ich mal, ein bisschen ja, für Crossfitter. Wir werden heute auf jeden Fall mal Rücken trainieren. Bleibt auf jeden Fall dran, bis dann. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Shelter. An Tagen wie heute, wo es schon relativ spät ist. Ja, na gut, mir fehlt ein Ugo. Ne, aber an Tagen wie heute einfach mal einen Schluck Shelter. Dass man ein bisschen motivierter, motivierter würde ich nicht sagen, weil das Studio motiviert mich richtig, aber auf jeden Fall ein bisschen fitter und dann können wir schön scharf Gas geben hier. Das ist immer wieder geil, an neuen Geräten zu trainieren, wie die noch so schön flüssig laufen und so weiter. Und auch riechst du das hier, dieser neue Gymboden, dieser Gummigeruch, ich finde das immer geil. Was ihr so für Musik hört im Training, also bei mir ist es immer, ich entscheide das immer je nach Training, wenn ich zum Beispiel Brust trainiere, dann habe ich meistens so Hip-Hop an, weil das ist nichts, wo ich angeschrien werden muss. Da ist auch so einfach Power da. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Rücken trainiere oder Beine, da muss richtig Heavy Metal, Hard Rock ran, da muss ich richtig angeschrien werden, dann geht's Feuer. Ist das eigentlich Aufwärmen oder eine richtige Übung? Ja, ich mache die Aufwärmübung eigentlich so, dass ich erst mit mittelmäßigem Gewicht anfange, so auf 15 bis 20 Wiederholungen. Und dann gehe ich im Gewicht hoch, versuche immer so zwischen 12 bis 15 Wiederholungen beizubehalten. Ein bisschen Latzug machen. Wir haben hier die schönen von Hanse Gym, glaube ich, oder Hanse Sport, sind diese Griffe. Sozusagen der Nachbau von den Mac-Griffen. Gibt es auch hier alle 5 verschiedenen Griffe, wie ihr unten seht. Die liegen da nochmal. Und ich werde jetzt erstmal was für die Latbreite machen, sprich mit dem Breitengriff. Bevor jetzt wieder irgendwelche Professoren sagen, ja, aber du benutzt ja kein Handtuch. Die Geräte werden alle desinfiziert und in voller Betrieb ist, wird natürlich immer Handtuch benutzt und so weiter. Also da macht euch keinen Kopf oder braucht euch keinen Kopf mehr. Ja Leute, ich habe heute übrigens, war heute unterwegs nochmal, habe es endlich mal geschafft, meine Passbilder zu machen und meinen Sehtest. Erste-Hilfe-Kurs habe ich schon, weil wie ich euch in einem anderen Video schon erwähnt hatte, wo es darum ging, dass ich erstmal eine kleine Pause mache, habe ich euch auch erwähnt, dass ich noch einen großen Wunsch habe mit Motorradschein und das wird jetzt in Angriff genommen. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr nochmal bei schönem Wetter fahren. Natürlich noch nicht das Geld für eine Maschine, aber man kann ja auch bei Harley Davidson zum Beispiel mal eines Wochenende ausleihen oder sowas. Ne? Aber wenn ihr schon merkt, dass ihr keine 10 Wiederholungen mehr richtig sauber hinbekommt, dann
schraubt das Ego zurück, geht lieber mal so zwei, drei Scheiben runter, macht lieber 12 sauber. Ja. Haben wir eine schöne Maschine, sitzendes Rudern, einarmig, beziehungsweise man kann es auch beidarmig machen, ich mache es aber gerne einarmig, weil du da einfach tiefer in die Spitzenkontraktion reingezogen kommst. Haben wir jetzt den Sitz so eingestellt, dass wenn ich richtig den Griff ganz unten packe, dass ich richtig unten den Lattansatz reinziehe. Das merkt man dann halt schon richtig. Kurz halten und dann wieder vorgehen. Damit machst du schön den Latt fleischig unten raus, diesen Flügel. Ich meine nicht von heute auf morgen, aber ihr wisst, was ich meine. Mit ein paar Jahren Training, dann läuft das auch. Immer mit der Seite, mit der ich ziehe, drehe mich hier richtig mit ein und nehme auch den Kopf ein bisschen mit rum. Hat einfach den Effekt, also ich habe es für mich so festgestellt, dass wenn ich einfach mit dem Kopf ein bisschen mitdrehe, komme ich noch weiter rein, komme ich richtig tief in den Muskel rein. Könnt ihr mal ausprobieren, ob es einen Unterschied bei euch bringt. Ich habe das so meiner Freundin zum Beispiel mal beim Training gezeigt, im Seilzug mit einem Einarmgriff einzudrehen, die Schulter mit nach hinten zu drehen und Kopf mit rumzunehmen. Zwei Tage im Muskelkater. Ja, was ich auch mal ansprechen wollte, ist ein Thema. Da habe ich mich letztens erst mit jemandem unterhalten. Über das Thema, dass heutzutage einfach so viele Profis nachkommen. Es ist ja auch so, ein deutscher Meistertitel war früher immer viel wert. Ne? Bloß heutzutage ist halt einfach so, wenn die ganzen jungen Leute es vorgelebt bekommen, dass man so in Klammern einfach Profi werden kann, ist dann halt auch der Anreiz weg. Ne? Natürlich muss ich auch sagen, ist es so, ich habe damals auch hingearbeitet auf deutschen Meister und so weiter. Habe mich auch echt darüber gefreut, dass ich dann irgendwann geschafft habe. Aber für mich war das irgendwie nicht das Endziel, weil es irgendwie, du denkst dann, okay, jetzt hast du dein Ziel erreicht, aber du bist noch lange nicht da, wo du eigentlich hinkommen könntest. Du hast noch so viel Potenzial. Ich will weiterkommen, weiter hochkommen. Und da war dann für mich eigentlich, es war wie eine Etappe zu meinem nächsten Ziel schon wieder. Also nee, anders, falsch ausgedrückt. Es war ein Ziel gewesen, der Deutsche Meister. Habe mich auch darüber gefreut. Aber irgendwann hat dann der Deutsche Meistertitel so ein bisschen den Wert verloren. Na, früher war das echt was Angesagtes oder was echt Gutes. Und heutzutage hat man das Gefühl, es ist gar nichts mehr wert bei den jungen Leuten. Weil irgendwo, jeder will direkt auf den Profi-Qualifier und will Profi werden. Aber viele scheitern dann einfach daran, weil sie trotzdem das Potenzial noch nicht mitbringen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die Verwandlung teilweise einerseits gut für die Promoter, natürlich gutes Geld. Aber andererseits fehlt dann halt auch ein bisschen das Niveau, wo die Jungs dann mitspielen. Ja. Und ja, muss man halt gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ich fand es teilweise damals ein bisschen besser, dass man einfach mal Schritt für Schritt nach oben gehen musste. Na, ihr könnt ja auch nochmal dazu schreiben, was ihr so darüber denkt. Da ist mir nur gerade so eingefallen, weil ich mich jetzt erst kürzlich mit jemandem darüber unterhalten hatte. Ja, eigentlich, ich habe immer gesagt, mit Eindrehen mit dem Kopf, bis sich der Kopf in zwei Hälften spalten und in jede Richtung mit nach außen geht, damit man richtig in den tiefen reinen Muskel reinkommt. Nein, Spaß beiseite. Das war jetzt der letzte Satz. Jetzt werden wir mal in den Nebenraum gehen, mal schauen, ob wir noch für eine schöne Übung hinbekommen. Und bleibt noch dran, geht weiter. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ein bisschen tiefer rudern frei. Und versuche erstmal wieder, dass es nicht mehr schwindelig ist. Nein, mal jetzt hier noch ein bisschen tiefer rudern. 3 bis maximal 4 Sätze. Und dann war es das auch. Wir holen dann vielleicht noch mal ein kleines Posing hinterher für euch. Was ist denn hier los? Also, ich schieb das Ding die ganze Zeit nach hinten. Ich bin die ganze Zeit damit nach hinten marschiert. Ach so. Das ist noch nicht die finale Platte hier zum Rudern. Das war ein bisschen Gewicht belegen. Ja.
Ich sage, wir machen noch ein kleines Posing jetzt hinterher. Die meisten von euch wissen ja auch, oder was heißt die meisten von euch, ich hatte ja vor kurzem mir das Bein ein bisschen verletzt, außen den Quadrizepsansatz außenseitig ein bisschen gezerrt. Bin immer noch in Behandlung diesbezüglich bei der Füße. Also wir haben jetzt jede Woche das Ganze im Laufen. Problem ist halt, wie gesagt, dass ich noch nicht richtig den Druck auf die Beine bekomme. Aber wie gesagt, ich bin ja eh gerade auf Pause-Modus und könnt es euch einfach mal angucken. Ich geniere mich da auch nicht, meine aktuelle Form einfach mal zu zeigen. Aktuelle Form, wie gesagt, bin jetzt runter auf 112 Kilo. Mein letztes Kochvideo, was ich mal gefilmt hatte, hatte ich 124, gut Off-Season. Aber wie gesagt, 112 jetzt und ich denke, dafür geht die Form noch einigermaßen klar. Ich schätze auch, dass ich bis Ende meiner Pausezeit so mindestens noch 108 halten kann, wenn nicht gar sogar ein bisschen mehr. Ich werde auch versuchen, den Bauch wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle zu bekommen. Ein bisschen Bauchtraining. Und dann denke ich mal, ist das eine ganz gute Ausgangsform, um wieder richtig einzusteigen. So, auf jeden Fall, Leute, schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne wieder nette Kommentare, Likes etc. da. Auch vielen Dank an alle da draußen, die mich hier regelmäßig bei Big Zone, bei Tellermitte und so weiter unterstützen. Auch nochmal schönen Dank an die Fitnessinsel, dass wir hier drehen durften. Wie ihr gesehen habt, richtig fettes Studio. Also wer hier aus Wilhelmsburg kommt, also in Hamburg, hier vorbeischauen, Probetraining-Termin vereinbaren oder einfach vorbeikommen zum Probetraining. Und dann macht ihr hier mal richtig schön Gas und überzeugt euch selbst in einem geilen Laden. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.